wieder herzlich willkommen zu Wissenslust. Ich freue mich, dass du dabei bist. Dankeschön und ich hoffe, du hast genauso viel Freude an den Schüsselersalzen wie ich auch. Kommen wir also heute zur Nummer 12, Calciumsulfuricum. Und was kann das für uns tun? Ist es eventuell auch ein ganz wunderbares Mineralsalz, was uns irgendwie behilflich sein kann? Schauen wir mal, oder? Und so will ich gleich beginnen. Calciumsulfuricum. Calciumsulfuricum hat unter anderem die Aufgabe, Gewebe vor körpereigenen Flüssigkeiten zu schützen oder zu verhindern, dass Flüssigkeit aus einem Organ austritt. Außerdem besteht eine Verwandtschaft mit Silicea, weil beide Mittel bei Eiterungen einsetzbar sind. Die Verwandtschaft mit Silicea ist auch im seelischen Bereich zu finden. Auch bei Calciumsulfuricum geht es um Abgrenzung, jedoch nicht so sehr nur nach außen, sondern eben nach innen. Der Mineralstoff entfaltet seine Wirkung hauptsächlich in den Häuten der verschiedenen Organe, also den abschließenden Membranen, an denen der Austausch nämlich mit den anderen Organen stattfindet. Es sind demnach die verschiedenen Fähigkeiten, die der Mensch in sich trägt und die auch den verschiedenen Organkräften entsprechen, am richtigen Ort eben aufbauend einzusetzen. Hier lässt sich über die Sprache eine Brücke gehen. Calciumsulfuricum ist Gips, Gypsy in der englischen Sprache und heißt Zigeuner. Die eigenen Kräfte sollten also nicht vagabundieren, nutzlos, ohne Grenzen zu kennen, herumstreichen, sondern in ihrer Heimat, an ihrem Bestimmungsort, ihrer eigentlichen Aufgabe entsprechend wirken. Vagabundierende Kräfte wirken meistens schwächend oder zerstörend, sodass Unlust, Antriebslosigkeit und Unmut daraus entstehen können. Dazu gesellen sich Angst vor der Nacht und Zukunftsangst, weil das Kraftpotenzial aus dem Vertrauen wachsen könnte, welches daraus wachsen könnte, immer wieder zerfließt. Das Vertrauen, die Zukunft bewältigen zu können, gründet auf den schöpferischen Kräften des Menschen. Und diese stärken die Fähigkeit, Aufgaben und Widerstände anzugehen und Lösungen eben für die Probleme zu finden. Der Mensch hat zwei Bereiche, in denen die schöpferischen Kräfte verstärkt angesiedelt sind. Zum einen im Kehlkopf, in dem wir die Sprache bilden. Jedes gesprochene Wort ist eine Kraft, die uns auf uns selbst und auf die Umgebung natürlich wirkt. Es gilt, sich bewusst zu machen, welche Kraft mit den ausgesprochenen Worten in Bewegung gesetzt wird, ob sie aufbauend oder schwächend wirkt. Zum anderen ist es im Sexual- oder Sakralbereich die Zeugungskraft. Gerade in diesem Bereich erfüllt Calciumsulfuricum eine ganz besondere Aufgabe. Die Zeugungskraft dient aber nicht allein der Zeugung von den Nachkommen, sondern hat eben auch die Aufgabe, in allen Bereichen des Lebens die schöpferische Seite zu fördern. Die Sakralkraft wäre angelegt, um zu einem erheblichen Teil der Wirbelsäule entlang aufzusteigen und dadurch das Zentrum der Lebensfreude und Lebenssicherheit im Nabelbereich, also im Zentrum der Zuneigung und Liebe im Herzbereich und im Zentrum des Denkens, also im Stirnbereich, sowie alle anderen Energiezentren oder auch Chakren zu stärken und die damit verbundenen Fähigkeiten zu verfeinern. Vielleicht gibt es ja einige von euch, die von den Chakren schon gehört haben. Ganz sicherlich wird immer, gehört einfach zur spirituellen Seite, wird immer ein bisschen abgetan im Esoterischen, aber hat ganz viel, beziehungsweise es ist einfach so, dass sie da sind. Und man merkt das, wenn man damit selber ein bisschen arbeitet, was man da alles Wunderbares bewirken kann. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wird die angelegene Kraft vorwiegend in der Sexualität ausgelebt, bleibt die Veredelung und Stärkung der oben genannten Zentren, bleibt für die Veredelung und Stärkung der oben genannten Zentren nicht mehr viel übrig. Ich möchte damit nicht die polaren Wertvorstellungen von Gut und Böse der Sexualität festigen. Es scheint mir wichtig, dass dem Sakralbereich wieder die notwendige Achtung zukommt,
als dem Bereich mit den heiligsten und schöpferischsten Kräften im Menschen. Der Umgang mit diesen Kräften kann nicht nur durch Moralvorschriften und Gesetze geregelt werden, sondern hängt davon ab, ob der Mensch diesen Bereich als einen unermesslichen, großen, gewaltigen und heiligen Bereich anerkennt und ihn dementsprechend verwaltet. Zusammenfassend ist also bei einem Bedarf an Calcium Sulfuricum der Umgang mit der eigenen schöpferischen Kraft zu beachten. Diese Kraft oder diese Kräfte kommen vorwiegend im Gebrauch, oh, jetzt muss ich mal niesen. Entschuldigung. mit dem eigenen, nochmal. Zusammenfassend ist bei einem Bedarf an Calcium Sulfuricum der Umgang mit der eigenen Schöpferkraft bzw. den schöpferischen Kräften zu beachten. Diese Kräfte kommen vorwiegend im Gebrauch der Sprache und der Zeugungskraft zum Ausdruck. Um die Kräfte im aufbauende Bahn zu lenken, ist ihre ziellose Verschwendung möglichst zu meiden. Jede kreative Tätigkeit wie Basteln, Malen, Töpfern, Gartenarbeit, Stricken, Schreiben, Kochen, Backen, alles schöpferisch, ganz klar, fördert die Führung und den guten Fluss dieser Seite. Und dann kommt von Christian Morgenstern wieder etwas. Zur Schönheit führt dein Werk, denn Schönheit strömt zuletzt durch alle Offenbarung ein, die es uns gibt. Aus Menschenschmerzlichkeit hinauf zu immer hörenden Harmonien entbindest du das schwindelnde Gefühl, bis es vereint. Mit dem Zusammenklang unübersehbarer Verkünder Gottes und seiner nie gefassten Herrlichkeit mitschwingt im Liebeslicht der Seligkeit. Aus Schönheit kommt, zur Schönheit führt dein Werk. Christian Morgenstern also. Und dann möchte ich euch noch zum Abschluss von diesem Kapitel einfach vorlesen, was hier noch steht. Zum Abschluss dieses Kapitels ist es mir wichtig zu erwähnen, dass mit diesen Ausführungen keine Schüsslersalz-Typologie aufgebaut werden soll. Jeder Mensch ist individuell, so dass er nicht in einen Raster eingeordnet werden kann. Wenn Sie wissen, dass Sie den einen oder anderen Mineralstoffbedarf haben, überprüfen Sie, ob die Ausführungen für Sie zutreffend sind. Wenn Sie andere und neue Gesichtspunkte finden, dann sind diese auch richtig. Und da kann ich wieder nur dazu sagen, wenn ich mir das alles durchlese, dann scheint es doch, dass ich von allen Salzen etwas brauche. So wie man das eben auch sagt. Ja? Also wir brauchen ja alle mineralischen Salze, die es so gibt. Und da gibt es, so wie man sagt, in der Erdkraft wollte ich jetzt sagen, ja, aber es stimmt schon. Die meisten Mineralien, ich weiß nicht, ob ihr euch da ein bisschen auskennt oder schon mal geschaut habt, also wir brauchen einfach Minimum 34 verschiedenen Mineralien. Und diese Mineralsalze dienen unserem Körper. Und wenn man schaut, wie der Körper aufgebaut ist, dann weiß man, dass alles in uns vorhanden ist. Also man sagt, der Mensch, so wie die Erdkruste, das Wort hat mir eben gefehlt, sorry. Also die Erdkruste, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat 34 oder 36 Mineralien, die man so gesehen hat. Und das hat der Mensch auch alles in sich, das braucht er alles. Von jedem natürlich nur ein wenig. Aber da wir vieles ja nicht bekommen oder vieles nicht nehmen oder aber durch die Angewohnheiten, die wir haben mit unseren Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen, dass vielleicht nicht mehr alles genügend zugeführt wird. Da ist es ganz wichtig, dass man schaut. Und wie ihr schon gehört habt, wenn ihr also fachmännisch was braucht, schaut mal, bei YouTube gibt es ganz viel. Ich kann immer nur den Wolfram Kunz, den Apotheker, empfehlen. Schaut mal da rein, der erklärt es ganz wunderbar, habe ich schon ganz oft gesagt. Finde ich ganz toll, weil er ganz tolle Beispiele auch bringt in seinen Beiträgen. Und man versteht es einfach sehr gut. Und da erkennt man, dass der Mann sagt, ein bisschen kann wohl jeder gebrauchen. Das ist jetzt mal so dahergesagt, aber wenn ihr euch damit beschäftigt, dann seht ihr,
Das braucht der Körper einfach. Und man kann an Schüsselersalzen nicht zu viel geben, es sei denn, wie gesagt, dieser Milchzucker, der da ist. Aber das ist wieder eine Sache, die habe ich schon ein paar Mal erklärt, die muss man ja nicht mittrinken, wenn man sich das in Wasser löst. Aber der Körper braucht halt von all diesen Dingen etwas. Und dann zu wissen, dass man das jederzeit anwenden kann und nicht überdosieren kann, dann ist das eine tolle Sache. Allerdings schafft das Schüsselersalz auch etwas oder die Salze. Und das heißt, man sollte nicht von allem zu viel nehmen und von manchen aber auch nicht zu wenig. Deswegen ist es natürlich gut, wenn man zu jemandem geht, der sich damit ein bisschen auskennt. Aber wenn man in diesem normalen Anfängen bleibt, ist es eine ganz gute Sache. Jetzt schaut immer nur mal, meistens steht drauf, 1 oder 3 von den kleinen Tablets zu nehmen. Das ist ja immer vorbeugend. Und wenn man da etwas hat, da muss man dann vielleicht doch mal schauen, dass man von dem einen oder anderen ein bisschen mehr nehmen kann. Da das ja in diesem Sinne in dem Bereich etwas tut. Und das könnt ihr ja selber bemerken. Ne? Also das ist jetzt nicht eine Aufforderung, dass ihr ganz viel nehmt, sondern schaut einfach mal. Wenn man vorbeugend nimmt, ist das immer eine ganz gute Sache. Aber die meisten nehmen diese Dinge ja nicht vorbeugend, sondern weil sie etwas haben. So, in diesem Sinne, also wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund oder werdet gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns hier wieder, denn es gibt ja wieder ein neues spannendes Thema. Bis dann erstmal. Ciao.